Hallo, ich bin Joelina Vogt und wisst ihr, wo wir heute sind? Bei der GLG. Wir möchten euch heute den Beruf Pflegefachkraft vorstellen. Jeden neuen Tag öffnen hier die angehenden Pflegekräfte die Tür und machen sich auf den Weg zum Wohl der Menschen. Und das bei der beruflichen Ausbildung bei der Akademie der Gesundheit in Eberswalde. Guten Morgen. Guten Morgen. In dem Beruf musst du nicht einfach den pflegebedürftigen Menschen beim Toilettengang oder beim Waschen helfen, sondern du hilfst ihnen dabei, auch in kritischen Situationen sich wohlfühlen zu können. Kopfschmerzen und die Übelkeit ist ja. Und das erreichst du, indem du deinem Patienten ein Zuhörer bist, ihnen mit Medikamenten und aufbauenden Worten hilfst, um ihre Beschwerden zu überbrücken. Mach mal das Hemd hier ein bisschen runter, dann kommen wir besser ran. Ihnen den Blutdruck misst, damit du genau weißt, dass es dem Herzen gut geht. Zudem versorgst du die Wunden deiner Patienten und wechselst bei Bedarf die Verbände, damit es zu einer schnelleren Heilung kommen kann. Wir wollten euch mal einen kleinen Einblick in das Leben der Auszubildenden geben. Deswegen bin ich jetzt auf dem Weg zu einer Klasse, die inmitten der dreijährigen Ausbildung ist. Jetzt nehme ich euch mal mit. Die angehenden Pflegekräfte lernen hier in 2100 Stunden in der Akademie der Gesundheit Pflegeprozesse und Pflegediagnostiken, die Kommunikation und Beratung mit ihren Patienten, intra- und interprofessionelles Handeln und das selbstständige Handeln auf Grundlage von Verordnungen und wissenschaftlichen Kenntnissen. Hi, ich bin Caro, ich bin 21 Jahre alt und mache gerade die Ausbildung zur Pflegefachfrau im Werner-Forstmann-Krankenhaus und befinde mich derzeit im zweiten Lehrjahr. Ich bin Nathalie, ich bin 26 Jahre alt, mache die gleiche Ausbildung wie Caro, bin auch Auszubildende des Werner-Forstmann-Krankenhauses und auch im zweiten Lehrjahr. Wie seid ihr auf den Wunsch gekommen, dass ihr im Gesundheitswesen arbeiten möchtet? Also bei mir war es der Wunsch, mit Menschen zu arbeiten, dass die Arbeit interessant ist, jeden Tag auch anders. Und in meiner alten Ausbildung wurde schon das Interesse für Krankheitsverläufe, Therapie und Medizin an sich geweckt. Als Pflegefachkraft bist du das wesentliche Bindeglied zwischen Patienten, Ärzten und weiteren Gesundheitsberufen. Die Einsatzmöglichkeiten sind so vielfältig wie in kaum einem anderen Beruf. Okay. Ihr macht jetzt eure Ausbildung und was in eurem Leben, welche Interessen helfen euch denn dabei? Auf jeden Fall Kommunikation. Also privat bin ich auch viel mit Freunden unterwegs, gerne in Gesellschaft. Ich rede unheimlich gerne und deshalb fällt mir die Arbeit und das Sprechen mit Menschen leicht, macht mir Spaß und ja, es hilft auf jeden Fall. Zudem wäre es gut, wenn du sorgfältig bist, sodass alle wichtigen Dokumente nicht verloren gehen, selbstständig arbeiten kannst und verantwortungsbewusst bist und nicht immer an jemanden angewiesen bist, dass man sich auf dich verlassen kann und du natürlich ehrlich bist. Was natürlich auch nicht fehlen darf, wäre das Interesse an medizinischen Sachverhalten, die Freude am Umgang mit Menschen von klein bis groß und Einfühlungsvermögen. Was hat dich jetzt genau dazu inspiriert, eure Ausbildung bei der GLG zu machen? Ich habe damals mich beworben bei der GLG und hatte da Kontakt mit der Ausbildungskoordinatorin. Und ich fand den Kontakt mit ihr sehr freundlich. Ich konnte meine Bewerbung persönlich abgeben. Das finde ich persönlich immer ganz gut, dass ich sie einfach schon mal kennenlerne. Und das wirkte für mich alles ziemlich offen und interessant. Und deshalb habe ich gedacht, ja, dann gehe ich zur GLG. Also ich bin durch Freunde und meine Tanten, die im Krankenhaus tätig sind, darauf aufmerksam geworden und wollte einfach während meiner Ausbildung alle Fachrichtungen, die das Forstmann so zu bieten hat, kennenlernen. Und halt auch dann später meine Fachrichtung finden. Die GLG, Gesellschaft für Leben und Gesundheit, ist das größte Gesundheitsunternehmen im Nordosten Brandenburgs und bietet dir eine einrichtungsübergreifende Zusammenarbeit von deren Kliniken, Praxen und Versorgungszentren. Sie wollen ihre Mitarbeiter nicht nur fordern, sondern fördern, stark machen, an sie binden und zukünftige Mitarbeiter ausbilden. Überzeug dich selbst und bewirb dich jetzt